Ich glaube, wir sind live. Sind wir live? Live. Sind wir auf allen Kanälen live? Nee. Ja, wir gehen, also YouTube, Facebook ist schon da und Insta kommt jetzt auch. Läuft alles. Mach du mal dein Handyspiel aus. Herzlich willkommen zur nächsten Live-Anprobe. Es ist auch genullener Uhr. 20:01 Uhr. Neue Online-Weinprobe von Geile Weine und wir sitzen wieder bei mir zu Hause an meinem Tisch und trinken ein bisschen Wein, heute mit dem Patrick Kampf. Gute Patrick. Gute. Schön, dass du da bist. Du kommst direkt aus dem Urlaub. Genau. Kann man das so sagen? Darf man das erzählen, dass du Urlaub bist? Nein, man darf es sagen, ja. Die Leute denken immer, die Bräune ist vom Weinberg, aber... Die Strände sind voll mit Malle, ne? Genau. Ne, wir haben eine kleine Bergtour gemacht, eine kleine Hüttentour. So richtig. Alle gibt es Berge. Im Allgäu. Und Vater und Sohn. Vater und Sohn. Ja. Ja, das ist total spannend. Also wir kommen auch gleich so ein bisschen aufs Weingut und auf die was so ein bisschen so die Geschichte von euch. Vater und Sohn spielt da vielleicht auch eine Rolle. Großes Stichwort, großes Thema. Es ist immer so, dass das Weingut in Mehrgenerationenbetrieb ist. Und ja. Auch in meinem Fall ist es so, dass die älteren Generation noch voll an Bord ist und mitmischt. Und das ist ein spannendes Thema. absolut, weil ich glaube, wir beide kennen das ja von anderen Winzerkollegen, wo das mal gut, mal nicht so gut läuft. Und deswegen ist es schon auch immer, glaube ich, ein sehr aufregendes Thema in jedem Weingut. Die verschiedenen Generationen, wie kommen die miteinander klar und so. Wir haben, also alle ihr, die jetzt mit dabei seid, wir haben drei Weine heute vom Patrick mit im Angebot oder die habt ihr jetzt auch zu Hause, könnt ihr mitprobieren. Und bei euch liegt auch im Paket, lag dieser Zettel dabei, das sind die drei Weine drauf. Wir probieren einen Riesling, eine Scheu und euren Rosé oder deinen Rosé. Und ja, ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu wissen, dann schreibt uns einfach irgendwie in die Kommentare bei Insta oder bei Facebook. Egal wo, der Sedat, unsere Fachkraft für Schreibwesen oder wie man das so nennt, kümmert sich drum. Und wir fangen jetzt auch einfach mal, während wir dann ein bisschen ins Schwätzen kommen, fangen wir einfach mal an, den ersten Wein zu probieren. Ich finde, das ist, glaube ich, wichtig, dass die Veranstaltung hier nicht so trocken wird. Nicht wundern, die Füllstände lassen schon zu wünschen übrig, denn wir haben schon so ein bisschen vorgeblüht. Guck mal hier, wie die Leute hinter der Kamera schon gleich schon geiern, um auch einen Schluck zu bekommen. Digga, es heißt ja auch Weinprobe. Es ist auch einfach heiß hier drin. Es ist so warm. Ich habe hier so meine kleine Junggesellenbude mitten in der Stadt. Ist leider nicht so ultra cool von der Temperatur. Cool, also fangen wir an. Wir fangen an mit dem Riesling. Genau. Ich würde sagen, hoch die Tassen. Cheers. Sedat. Cheers. Cheers. Liebe Leute zu Hause, Prost. Patrick. Schön, dass du da bist, Patrick. Cheers. Danke, dass ich da sein darf. War hat schon eine mega intensive Farbe. Lass uns ein bisschen über Wein reden, aber... was wir wieder machen, damit wir nicht komplett irgendwie die Zeit aus dem, weil wenn wir beide Wein trinken, dann kann es auch sein, dass wir mal so richtig die Zeit aus dem Auge verlieren. Wir zwei Quasselschrippen, deswegen stelle ich mal den Timer ein, damit wir uns nicht ganz verlieren. Ja, ich finde, also das Erste, was auffällt, jetzt mal so ganz, ich habe den Wein, also das ist jetzt ja der 19er, auch relativ frisch, aber ich habe jetzt schon länger keinen Riesling von dir persönlich getrunken und das Erste, was mir jetzt auffällt, wenn ich ihn ins Glas nehme, hat eine ganz schön geile Farbe. Also ganz schön intensiv. Ja, richtig. Das ist tatsächlich ein recht leuchtendes Gelb, was wir im Glas haben. Und rührt einfach daher, dass wir erstens sehr reife Trauben ernten und zweitens auch die Trauben ziehen lassen auf der Maische, um einfach noch mehr Aromatik aus der Schale und aus dem Fleisch zu ziehen. Und ja, dadurch hast du eben am Ende einfach auch mehr Wein. Da hake ich gleich mal ein. Also, dass die Trauben relativ reif waren, war das jetzt für dich, also war 19 dann nochmal ein bisschen mehr als sowieso für dich? Also bei euch jetzt, ich meine, es ist ja auch, gibt schon immer so allgemeine Aussagen über so Jahrgänge, die dann irgendwie so, keine Ahnung, so
flächendeckend in Deutschland war, 19 so und so. Ja. Es war jetzt ja schon auch generell, ist mein Eindruck, dass die letzten Jahre alle irgendwie speziell waren, so immer wieder für sich ein bisschen besonders. Und Winzer klagen ja auch gern. Es gibt ja diesen guten Spruch, ich habe ja auch mal Winzer gelernt, für die, die denken, was ich hier eigentlich in dem Gespräch will. Was will der Typ? Keine Ahnung. Ich kenne den alten Spruch, in der Pals haben wir früher gesagt, dass der Februar der schlimmste Monat für die Winzer wäre, weil da können sie nur 28 Tage meckern. Ihr meckert ja ganz gerne. Das ist tatsächlich eine Berufskrankheit. Zu warm, zu kalt, zu nass. Du merkst Sorgen, auch, ich zähle mich immer zu dem Winzer dazu, wenn es gut ist, aber beim Meckern, da sage ich dann ihr. Nee, das habe ich mir. Das haben wir, versuchen wir uns tatsächlich abzugewöhnen, weil wir können nicht meckern, die letzten Jahre erst recht nicht. Wir waren verwöhnt von der Sonne. Genau, auch jetzt aktuell sieht es wieder super aus. Okay. Die Blüte ist gut durchgegangen und früher wurden die Trauben nicht reif. Man hat Zucker zusetzen müssen und heute ist es eigentlich so, dass man den Erntezeitpunkt nicht verpassen darf, weil man sonst... Genau, also du bist eher übers Jahr am, modern sagt man, managen, oder du versuchst den Weinberg irgendwie eher so im Griff zu halten, dass am Ende die Trauben nicht zu reif werden, weil man heutzutage eher versucht, oder hier in unseren Breiten nicht mehr so das Problem hat, die Trauben werden nicht reif genug, sondern du musst gucken, dass sie nicht zu reif werden, weil du am Ende, wenn die Trauben immer reifer werden, wird halt der Alkohol auch höher. Genau, und die Säure wird weniger. Und wir alle haben ja auch Spaß dran, nicht nur ein Glas Wein zu trinken, sondern vielleicht auch zwei oder drei. Und da ist es ganz angenehm, wenn der Alkohol... Flaschen. Danke für... man muss auch schon immer sich einigen, über welche Einheit man redet, finde ich. Das ist irgendwie schon notwendig. Ja, du hast recht. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass man auch mal so ein bisschen jetzt hier gerade über Jahrgang und so redet. Du hast gesagt... Die Reife spielt eine Rolle bei der Farbe. Ich finde es mal ganz cool, dass wir mal kurz über die Farbe reden, weil ganz viel wird immer über den Geruch und den Geschmack geredet und das machen wir bei jeder Weinprobe hoch und runter. Aber ich finde, wenn wir beide, die jetzt irgendwie viel Wein trinken, beruflich bedingt, also probieren, nicht immer nur trinken, kosten, für uns sagt die Farbe ja auch schon eine Menge über den Wein aus. Ne? Also du guckst ja schon irgendwie... In der Tat. Du guckst schon hin, oder? Klar. Du hast schon mal so eine gewisse Schublade, wo du den Wein einordnen kannst, technisch. Und die Erwartungshaltung ist auch schon gleich ein bisschen höher, wenn du so eine Farbe hast. Für mich ist es so ein, dann am Ende jetzt ein Dreiklang. Also du guckst da hin und dann siehst du schon diese goldene Farbe, dieses ein bisschen sattere. Und dann hast du irgendwie schon irgendwie so eine Erwartung. Dann hält man den Zinken rein und... Ich meine, das ist jetzt ja auch schon einer der, finde ich schon auch, die Reife, die du in der Farbe siehst, die riechst du auch, finde ich. Das ist ja schon auch so, diese gelben heimischen Früchte sind eher reif und satt, finde ich, vom Duft. Genau. Und dann der dritte im Dreiklang wäre dann der Geschmack. Und das muss dann irgendwie dazu passen, finde ich. Das ist dann die Zunge, das Mundgefühl. Aber um nicht gleich vorzugreifen, also du sagst, du riechst es auch, die reifen Früchte. Ich kann mich dann immer wieder wiederholen. Eine späte Ernte. Wir wollen reife Früchte und wir wollen auch die Leute wieder für den Riesling gewinnen, die sagen, oh nein, Riesling, das tut mir zu weh, zu viel Säure. Es ist einfach so, dass wir die Säure abpassen, die Ernte so abpassen, dass die Säure auf einem Niveau ist, wo sie uns nicht mehr weh tut. Sie ist nicht mehr grün und spitz und saurer Apfel, Zitrus, sondern es geht eher hin zum Gelbfruchtigen und man hat mehr Reife, mehr Saft und dann tut es auch nicht mehr so weh. Das ist ja, also die Säure... Mimi, sag mal nur kurz... Jetzt kommt eine Frage. Sag mal nur dem Rio aus Japan schöne Grüße, weil er jetzt schlafen gehen will dort. Das ist nämlich 3 Uhr, er sieht gerade der zu. Rio aus Japan will schlafen gehen. Also der Rio, warum... Habt ihr den keinen mal geschickt? Er sagt nur, das ist echt schön, dass ich dich live sehe. Lieber Rio, liebe Grüße aus Mainz nach Kobe, wo der Rio einen Weinhandel hat. Und ist ein guter Freund von mir. Wir haben zusammen die Weinbauschule besucht. Und liebe Grüße, gute Nacht. Und wir sehen uns. Wir haben uns dieses Jahr leider nicht auf der Probe gesehen, weil die wegen Corona ausgefallen ist. Aber ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen. Okay. Sein Päckchen ist noch im Container. Ja, der Rio ist ein cooler Typ. Ein Japaner.
Alter Sushi-Koch. Nein, wo waren wir gerade eigentlich? Guck mal, jetzt bin ich voll raus. Bei der Farbe und er hat gesagt, wenn die Säure nicht mehr so spitz ist. Ah, genau. Nee, ich wollte es nur kurz, weil ich will es immer so ein bisschen, das sind ja auch echt, wenn wir Weinheinis reden, dann sind wir schnell, für uns sind Sachen völlig klar und für viele Kunden ja nicht so. Und dass die Säure, das finde ich total eigentlich was Spannendes, dass die Säure halt so vom Lesezeitpunkt abhängt, weil das wissen, glaube ich, viele Kunden gar nicht. Und dadurch, dass die Säure vor allen Dingen, viel Wärme bringt die Säurewerte nach unten. Und gerade wenn es nachts warm ist, dann geht die Säure auch immer weiter runter. Das ist auch ein Grund, warum in südlicheren Breiten Weine meistens ganz wenig Säure haben, weil es da keine kühlen Nächte gibt, wo die Säure mal so in kurzer Zeit Pause hat, nicht wegverarbeitet wird. Und insofern kann man wirklich über den Lesezeitpunkt, umso wenn ich später ernte, dann ist quasi die Säure ein bisschen geringer. Ne? Kann man so am Ende auch. Ganz genau. Also du kannst es ganz simpel mit dem Apfelbaum veranschaulichen. Wenn du den Apfel zu früh pflückst, dann verziehst du das Gesicht, weil er ist grün, er ist sauer und der rote Apfel, der eine Woche länger dran hängen dürfte, der hat dann. Genau. Es geht immer am Ende auch um eine Balance, ne? Die Frucht, die der Wein hat, ob die jetzt ne, reifer oder vielleicht auch frischer ist, das spielt gar nicht um die große Rolle, aber die Frucht, die Säure und die Süße in einem Wein, die spielen ja irgendwie so miteinander. Und das ist, glaube ich, so eine Balance, die du als Winzer suchst. Weil der Wein hat jetzt ja, du hast zwar einen späteren Lesezeitpunkt irgendwie gewählt, du hast es trotzdem hingekriegt, dass der Wein, ich sag mal, nur 12,5 Alkohol hat. Ne? Du suchst ja schon irgendwo einen Punkt zwischen all diesen Parametern, der dann Spaß macht zu trinken. Es ist eine Gratwanderung, wie bei allem. Es ist auch eine gute Metapher, wenn man gerade aus den Bergen kommt. genau, also wir lösen das einfach dadurch, dass wir eine gestaffelte Ernte machen. Und zwar haben wir gewisse Weinberge, die wir vorlesen. Ja. Vorlesen heißt eine erste Lese macht, aber nicht komplett erntet. Genau. Ihr lasst noch einen Teil perfekt, vom Weinberg hängen. Wir lassen noch ein paar Trauben hängen. Ja. Wir picken uns die Trauben raus, die jetzt schon an der Grenze sind, jetzt zu reif zu werden. Sorry, dass ich immer wieder einhake, aber du gehst quasi durch die Reihen, oder dass sich das jeder vorstellen kann. Ja. Und du gehst durch so eine Weinbergsreihe und du erntest von den Stöcken dann nur die Traubenhenkel ab, die reif sind. Du siehst es an der Farbe, du ich hoffe, ihr geschmacklich siehst du, schmeckst du es, du siehst es an. So, dann die erntet ihr und die noch ein bisschen unreifer sind, die Traubenhenkel lasst ihr hängen und erntet dann später. Richtig. Geil. Sau es gut. Ist nicht alles von der Vorlese auch total reif. Es sind auch Trauben, denen siehst du an, die haben ein paar dünnschalige Beeren, die müssen einfach weg. Die müssen geerntet werden, weil wenn die noch 3 Tage hängen, dann sind sie hinüber. Dann kann man sie nicht mehr verwerten für das Qualitätsniveau, das wir anstreben. Und deshalb ist das Zauberwort gestaffelte Lese, selektive Lese. Und das macht ihr auch bei so einem Gutswein teilweise schon? Genau, also es geht immer darum, bei der Vorlese auch so ein bisschen noch die frischen Aromen zu konservieren, einzufangen, zu erhalten. Dann ist es so, dass der Weinberg mal wieder auf Null gestellt ist. Man hat quasi nach einer Vorlese nur noch schöne, gesunde Trauben hängen. Die dürfen auch noch nachreifen. Und dann ist es wurscht, ob man es auch letzten Endes von Hand oder mit der Maschine liest. Entscheidend ist, selektiv zu lesen. Weil einfach nur alles in einen großen Topf zu werfen, da kommen wir dann nicht hin, wo wir verstehen. Ja. Du kannst auch mal in dem Fall dann, wenn du jetzt irgendwie bei so einer Leserunde Sachen, irgendwie Henkel hättest, Traubenhenkel, die irgendwie faul werden, könntest du die auch wegschneiden. Also du kannst quasi auch das nennt man Negativlese, dass du quasi was wegschneidest, was einfach deinen Qualitätsansprüchen nicht genügt. Das schneidest du entweder auf den Boden, wobei, wenn du eine frühe Runde machst, schneidest du es wahrscheinlich nicht auf den Boden, sondern machst es lieber weg, damit das nicht auf dem Boden rumfault und die Essigmücken und was weiß ich was anzieht. Ne? Genau. Aber du kannst quasi damit den Weinberg in einen Zustand versetzen, dass nur noch, wie du es gerade gesagt hast, die schönen, gesunden Trauben hängen, die auch noch ein bisschen reifen sollen. Und dann kannst du danach tatsächlich auch bei so einem Gutswein ohne Probleme den Vollernter durchschicken, weil der nur noch super Trauben hat. Schönstes Lesegut zu haben. Ja.
Saugeil. Wir sind voll in diesem Weinberg gerade gelandet. Das war ehrlich gar nicht so geplant, weil wir wollten auch so ein bisschen also was erfahren zum Weingut. Aber ganz kurz, weil die Leute auch noch was verdient haben. So, wir haben jetzt viel über die Farbe und schon ein bisschen über den Geruch geredet. Aber wie gesagt, der hat 12,5 Alkohol. Ich finde persönlich, dass man heutzutage einen Wein bis 12,5 noch als leichten Wein bezeichnen darf. Also ich finde es jedenfalls nicht fett. Ja, hat aber viel Geschmack. Für dich jetzt der Riesling Gutswein geschmacklich, was ist für dich so das Geile am Riesling oder was macht dich da so an? Weil das schon was ist, was du glaube ich magst, wenn ich. Ja, absolut. Ich bin ja ein kerniger Typ, dann magst du auch kernige Weine. Ich bin ein absoluter Riesling, ein Riesling-Kind. Und also ich mag einfach am Riesling dieses Animierende, dieses Frische. Also die Säure ist ja immer noch sehr wahrnehmbar, rund eingebunden, aber immer noch da. Und auch einfach dieses Saftige, ohne süß zu sein, sondern einfach dieses Animierende. Du hast sowas bis etwas Schaliges, so einen leichten Gerbstoff im Mund, der von der Maischestandzeit kommt. Und trotz allem ist es kein komplizierter Wein. Und das finde ich, da wollte ich gerade drauf hinaus. Das finde ich persönlich so geil jetzt an dem Wein. Der hat dieses Saftige, was so auch so was Trinkiges hat. Und gleichzeitig hat er aber auch so eine ernste Seite so ein bisschen. Und das kommt von diesen Gerbstoffen, ein bisschen diese, du sagst gerade, es kommt von der Maische-Stammzeit. Der Wein hat dann auch ein bisschen Zeit, oder der Saft noch mit der Bärenhaut in Kontakt zu sein, bevor er abgepresst wird. Und dadurch bekommt der Wein quasi echt noch so ein bisschen, ein bisschen mehr Dimensionen. Noch einen Schluck drin. Ja, wir brauchen nachher noch einen Schluck Seder. Ja, wir müssen noch die Aftershow-Party machen. Ja, ganz ruhig, guck mal. Nee, aber dadurch bekommt der Wein halt nochmal mehr Dimensionen und ist dann halt wirklich deutlich spannender, finde ich. Und das finde ich halt für den, das ist die Basic-Linie oder die Gutswein-Linie, wenn man so will. Und das ist halt, finde ich persönlich, großes Tennis. Also, wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank. Vielen Dank, Patrick, für diesen geilen Wein. Cheers. Cheers. Ich würde gern kurz irgendwie noch ein bisschen was erfahren. Wir haben schon gehört, man hört es teilweise auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, an deinem Slang. Ich hab ja gesagt, eigentlich habe ich gesagt, wenn der Patrick kommt, dann brauchen wir jemanden, der live Untertitel drunter setzt, weil er so einen Nuschel-Slang drauf hat. Aber eigentlich, wenn er grantig ist, wird es schlimmer. Dann kriegt ihr nämlich auch die Kinder. Grandig und mit steigendem Alkoholpegel. Mit steigendem Alkoholpegel. Das heißt, beim dritten Wein kann es sein, dass wir nicht mehr zu verstehen sind. Nein, aber du hast wir haben vorher mal telefoniert, im Vorgespräch. Nein, aber da hast du mich noch verstanden. Ja. Habe ich dich verstanden, aber da hast du schon gesagt, ich kann nicht anders. Alles andere wäre nicht authentisch. Pizza. Hier klingelt gerade die Tür, weil das Team hinter der Kamera während dem Live-Tasting eine Pizza essen muss. Ja. Nein, ganz kurz, ich gucke mal auf die Uhr. Wir wollen, ein bisschen Rheinhessen. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe gerade die Uhr ein bisschen hochgedreht, weil ich wollte ein bisschen was über das Weingut erfahren. Oder wie gesagt, wir sind irgendwie schon auf dem Weg, oder wir wissen, wo du herkommst, Rheinhessen. Ich würde gerne ein bisschen mehr wissen. Du hast erzählt, dass du mit deinem Papa gerade unterwegs warst. Ihr seid ein richtiger Familienbetrieb. Du hast es falsch verstanden. Ich war mit meinem Sohn unterwegs. Du hast mit deinem Sohn unterwegs. Genau. Guck mal, ich habe es falsch verstanden. Er war mit seinem Sohn alles unterwegs. Gut. Wie alt ist denn dein Sohn? Der Ältere ist 6. Der Ältere ist 6. Genau. Und ihr wart zu zweit? Wir waren zu wandern. Zweit, genau. Guck mal, ich habe voll das falsche Bild vorhin gehabt. Ich dachte, du warst mit deinem Papa wandern. Ja, nee, geil. Das ist auch noch so viel zum Vorgespräch. Ja, genau. Live. Live. Aber genau, in der Tat, also trotz allem ist das, die Vater-Sohn-Beziehung ist eine ganz wichtige, weil mein Vater natürlich auch immer noch eine sehr tragende Rolle im Betrieb hat. Ja. In einem Familienweingut kann es eigentlich auch nur funktionieren, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Und er ist das beste Backup, was ich haben kann, weil es läuft. Jeder hat so seine Rolle, weiß, was er zu tun hat. Okay. Und was ich ihm natürlich auch sehr zugutehalten muss, dass er einfach das geschafft hat, so loszulassen und in dir Freiraum zu geben. Genau, und einfach hier die neue Richtung einzuschlagen, die wir jetzt kältern und abfüllen. Und
Aber würdest du sagen, ist vielleicht mal spannend jetzt auch einfach so deine Perspektive, ist das, was du jetzt heute irgendwie machst mit dem Wein, das, was du heute in die Flaschen bringst, ist das ein großer Unterschied oder ein großer Schritt gewesen zu dem, was dein Papa vor 10, 15 Jahren gemacht hat? Teilweise. Also insofern war es kein großer Schritt, weil meine Eltern waren auch schon sehr qualitätsbewusst und haben guten Wein abgefüllt. Und das war früher durchaus eine Seltenheit in Rheinhessen. Also, oder sagen wir mal so, die Weindichte an guten Sachen war früher nicht so hoch wie heute. Mhm. Und das haben tatsächlich schon, immer weniger, kriegt immer weniger Mist zu trinken. Genau. Sagen, ja. Also das haben meine Vorfahren schon alle gut verstanden, dass es kein Schrott sein darf. Mhm. Es war halt einfach eine andere Stilistik, eine andere Art Wein. Das war auch schon zu Omas Zeiten so, dass dann ein größerer Anteil dann eher sehr süß war. Viel halbtrocken, viel spätlese, restsüß. Und dementsprechend war für mich halt als Trockentrinker schon klar, dass sich dahingehend etwas verändert wird. Aber auch von dem Aufwand, den wir betreiben. Wir ziehen einfach heute mehr Register und drehen an mehr Qualitätsschrauben, um dann wirklich am Ende des Tages einen noch für uns besseren Wein zu kellnern. Ich finde es auch ein spannendes Thema, auch gerade so, weil du sagst schon, die Weine waren damals schon qualitativ gut oder irgendwie schon auf jeden Fall irgendwie einen Fokus auf gute Qualität irgendwie gesetzt, aber natürlich, ob die Weine jetzt mehr süß oder mehr halbtrocken oder jetzt trocken, das hat ja auch was mit Zeitgeist zu tun, was die Leute gerade so trinken und was auch man selbst als Winzer hat, legt man natürlich, die meisten machen das, nicht alle, schon auch sehr viel von seiner eigenen Idee in den Wein rein. Es gibt auch welche, die machen den Wein komplett weg von ihrem eigenen Plan, nur für die Kunden. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Ansätze. Ich würde dazu eigentlich ganz gerne nachher beim letzten Wein so ein bisschen, nämlich gucken, wohin geht's denn eigentlich mit dem Wein. Mal kurz zu euch, was habt ihr, ihr seid in Flohnheim? Genau, Flohnheim. Rheinhessen in der, ja, man, wer sich auskennt, in Mainz, was ja so ein bisschen die große Stadt im Norden von Rheinhessen ist. Und dann geht's nach Alzey und ihr seid kurz vor Alzey. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, genau. Wörstadt, Alzey. Alzey kennt man vielleicht noch, Autobahnkreuz gibt es da. Da ist ein Autobahnkreuz, genau. Wir sind ein Tick weiter westlich, also da, wo es noch ein Stück hügeliger wird. Ihr habt ja Hügel. Ich komme ja ursprünglich aus der Pfalz und als ich noch Pelzer, also noch so in der Pfalz gewohnt habe und nach Mainz gezogen bin damals, da habe ich ja gedacht, Rheinhessen ist so flat, ödestes Flachland. Und dann habe ich irgendwann diesen Spruch gehört, Land der 100 Hügel oder sowas, Rheinhessen, dachte, was sind das für ein Spruch? Wo sind die Hügel? Wo sind die Hügel? Aber ihr habt schon noch ein paar, man muss schon sagen, es geht schon hoch und runter zum Teil. Ja, absolut. Also je weiter du eigentlich vom Rhein wegkommst, desto abwechslungsreicher wird eigentlich die Landschaft, der Boden. Ja. Ein Stück weiter westlich war einfach auch eine größere vulkanische Aktivität und deswegen sind da einfach auch ausgeprägtere Landschaftsbilder zu sehen. Also ihr seid in Flohnheim und vielleicht noch kurz so 2-3 Eckdaten, dann schenken wir uns den nächsten Wein ein. Was habt ihr so für ein Weingut von der Fläche? Was macht ihr? 13 Hektar und ein paar verquetschte und Fokus liegt auf den Weißwein-Sorten. Wir reduzieren jedes Jahr mehr und haben das ein bisschen gestrafft. Also nicht so viele Weinrebsorten, sondern vielleicht ein bisschen konzentrierter. Richtig. Der Wecker klingelt. Wir können nahtlos weiterreden. Ein bisschen gestrafft, weil wir hatten 30 Weine auf der Karte. Und wir haben, Rheinhessen hat es ja nie geschafft, so ein ganz klares Profil sich zu erarbeiten, um für irgendwas zu stehen. Andere Weinregionen, da ist klar, in Burgund, da gibt es nur Chardonnay und ein bisschen Spätburgunder. Ja. Und in Deutschland gab es immer überall fast alles. Sagen wir mal, Franken steht klar für den Silvaner. Das ist nochmal
Was du ansprichst, ist das total spannend. Genau, es gibt Regionen in Deutschland wie die Ahr oder für den Spätburgunder, der Rheingau mit dem Riesling, die Mosel auch. Mosel auch für Riesling, genau. Genau, und der Franken mit dem Silvaner. Rheinhessen hat für alles. Rheinhessen und die Pfalz, das sind ja die zwei größten Anbaugebiete, die zusammen die Hälfte der deutschen Weinberge machen. Und die haben beide schon das Problem, dass sie, wie du es gerade sagst, die stehen für alles, aber halt leider auch für gar nichts dann am Ende, weil sie so viele Rebsorten haben. Wir haben so viele Rebsorten und da fehlt manchmal ein bisschen das Profil. Und damit kämpft ja auch immer wieder, oder die Winzerschaft diskutiert immer wieder, wie man da irgendwie in Zukunft weitermacht, ne? Weil das ja schon, ich meine, das, was ihr durchmacht, dass man dann weniger versucht, so ein bisschen ein Profil zu machen, das machen ja viele Weingüter durch. Ja. Und es ist nicht so einfach, alle in einer Region da so auf einen Weg zu bringen, ne? Gerade in so einer großen Region, was, keine Ahnung, wie viele Winzer es in Rheinhessen gibt. Es gibt, das ist eine gute Frage, wie viele Haupterwerbsbetriebe oder Flaschenweinbetriebe es also gibt. Aber es gibt 25.000 Hektar Rebfläche, genau. Roundabout. Ja. Und ja, also wir haben es ein bisschen versucht. Es etwas, gibt jetzt die Scheurebe, Leute. Mit etwas zu bündeln. Maxime Rheinhessen, mal reinklicken, wer es noch nicht gehört hat. Da haben sich so ein paar der Flaschenweinbetriebe Rheinhessens zusammengeschlossen, um einfach genau diesen Gedanken, Ursprung, Herkunft, etwas breiter zu streuen. Und eine interessante Seite, wenn wir drauf gucken, war ein gutes Stichwort. Und auch jetzt, wo wir beim Thema Ursprung sind oder Herkunft, passend dazu die Scheurebe. Richtig. Ich muss mal ganz klassisch. Ich stelle uns wieder einen Wecker, damit wir nicht so komplett. Rebsorte aus Rheinhessen. Ja, eine. Schon eine Aromasorte, kann man sagen. Eine Rebsorte, die ein bisschen. Ja, ein bisschen expressionistisch ist von seiner Art. Das hast du schön gesagt. Habe ich schön gesagt, gell? Ja. Und eine spannende Rebsorte, weil Riesling jeder kennt und Grauburgunder kennt jeder, aber Scheurebe ist schon eine Rebsorte, die, ich sag mal, so ein bisschen was Besonderes irgendwie darstellt. Auch wenn sie, muss man tatsächlich sagen, in den letzten 3-4 Jahren schon sehr an Bedeutung gewonnen hat, finde ich. Zumindest in der Welt der Gastronomie, die so weinaffin ist und auch der Leute, die viel Wein trinken oder gerne Wein trinken, da hat die Rebsorte ganz schön an Bedeutung gewonnen. Absolut. Als trockener Wein, weil früher war er sehr bekannt für einen Wein, der gerne mal ein bisschen Restsüß, Spätlese, Kabinett, lieblich. Genau. Unter dem Image leidet die Scheurebe heute noch etwas. Aber der Trend hat auch schon ein paar Jahre früher angefangen. Aber es kommt an. Also ich hab echt viele Kunden, auch ich habe ja einen kleinen Weinladen in Mainz, da kommen echt Leute rein, ganz gezielt, und fragen nach einer trockenen Scheurebe, weil das auch echt viele Leute mittlerweile erreicht, das Thema. Das ist total spannend und ist deswegen so cool, weil diese aromatischen Sorten, die sich schon gut für Süßweine eignen, ist ja nicht ohne Grund, wurden die gerne süß gemacht, aber die sind einfach auch geil im Trocken, weil du haben halt diese Frucht und dadurch, dass sie trocken sind, kannst du halt trotzdem irgendwie wieder ein, zwei mehr trinken. Also ein, zwei mehr Flaschen würdest du jetzt sagen. Ne? Cheers, komm, wir trinken. Cheers. Guten Appetit. Cheers. Guten. Ja, ich find's cool. Ist schon nochmal ein anderer Duft jetzt, weil du. Also Duft ist vielleicht gerade das richtige Wort. Also ein bisschen floral, duftig, finde ich. Genau, also es ist absolut eine Bouquet-Rebsorte. Und sie stammt auch von einer Bouquet-Rebe, abgesehen davon. Aber, was ist eine Bouquet-Rebe? Was ist eine Bouquet-Rebe? Also es gibt tatsächlich die Bouquet-Rebe. War in irgendeiner Kreuzung aus 1900, schieß mich tot, Silvaner mal Trollinger. Jetzt sieht man, wer aufgepasst hat. Ja, ich musste gerade so intern lachen, weil ich neulich bei meiner Recherche nach einer Rebsorte bin ich auf eine Rebsorte gestoßen, die Barbo-Traube heißt. Barbo. Und dann da musste ich so, ich habe mich so weggeschossen, dass es wirklich, es gab halt mal einen Herrn zu Barbo, der war ein sehr bedeutsamer Önologe, ja. Der hat geforscht an Weinreben und der hat während seiner Forschung aus Versehen die Reblaus aus Amerika nach Europa eingeführt. Blöd. Und war danach der größte Depp des Jahrhunderts und alle haben ihn gehasst.
Deswegen Babo. Und der heißt halt Babo und da gibt es die Babo-Traube. Und da dachte ich, der weiß, wo der Babo ist, wer der Babo ist. Ja. Es gibt lustige Rebsortennamen, aber die Bouquet-Traube ist eine genau, die gibt's, aromatische Sorte. Tatsächlich. Und die gebahrt mit einem Riesling. War eben vor über 100 Jahren, 1916 hat der Herr Dr. Scheu, genau, ansässig in Alzey, Rheinhessen, quasi diese Sorte gekreuzt. Also die Scheurebe ist nach dem Züchter oder nach dem Schöpfer. Ja, dem Schöpfer, oh, Schöpfer ist ein schönes Wort. Dem Schöpfer dieser Rebsorte benannt. Das ist quasi eine Kreuzung aus zwei anderen Rebsorten. Es gibt auch andere Reben, also ich finde das. Darauf haben wir uns vorher geeinigt, dass wir ein bisschen über Rebsorten reden bei der Sorte, weil das halt ein spannendes Thema ist. Ich finde auch cool, dass es ganz viele Rebsorten gibt, die so beschreibende Namen haben, also die nicht irgendwie nach dem Schöpfer genannt sind, sondern zum Beispiel nach der Beschaffenheit der Traube. Also die Winzer haben schon sehr, zum Beispiel gibt es ja den roten Riesling. Der hat ja mit dem Riesling gar nichts zu tun, sondern die Traube sah einfach dem Riesling ähnlich, war aber dunkel, dann haben sie ihn den roten Riesling genannt. Ganz oder, kreativ, ja. Oder der Spätburgunder, Frühburgunder, der Frühburgunder wird früher reif als der Spätburgunder. Also es sind ganz oft so beschreibende Namen, die quasi Eigenschaften oder Aussehen der Reben irgendwie aufgreifen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön, weil das so ein bisschen auch die Beziehung, finde ich, von den Winzern zu den Weinreben beschreibt. Oder? Hast du keine Beziehung zu deinen Weinstöcken? Absolut. Eine sehr innige Beziehung. Lachen sie hinter der Kamera, lachen sie. Aber wir reden sehr viel miteinander. Jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde, es ist... Ja, die Reben erzählen dir auch was. Für dich klingt das jetzt so ein bisschen esoterisch. Aber jetzt mal ganz ohne Scheiß. Rein einfach nur wie... Du kannst Wein nicht machen... Indem du einfach nur irgendwie, es gibt kein Rezept, das einfach allgemein gültig für jeden Weinberg, für jede Region, für überall ist, sondern du musst als Winzer, der erstmal im Weinberg, erstmal ein bisschen Landwirt, du musst mit diesen Pflanzen irgendwie einen guten Draht dahin kriegen, dass am Ende das bei rauskommt, was auch irgendwie einen guten Wein machen kann, weil du kannst im Weinberg nicht irgendeinen Mist machen und später bastelst du dir was zurecht, sondern du musst richtig gute Trauben ernten, damit du guten Wein machen kannst. Und dann... Das ist die Haupt... Genau, und dann geht es im Weinkeller geht es ja dann noch weiter. Auch da musst du ein Gefühl dafür kriegen. Und deswegen, ich erinnere mich, als ich in der Winzerlehre war, wurde uns tatsächlich auch von der Weinbauschule eingebläut, dass wir einfach auch viel probieren, also auch im Weinberg die Trauben probieren. Wir sollen unsere Zunge benutzen und schmecken und nicht uns auf irgendwelche Analysewerte verlassen, die rein technisch irgendwas beschreiben, sondern du musst halt auch so ein bisschen... Ja, dann. Das Fingergespitzen. Genau, oder das Gefühl dafür kriegen. Das Bauchgefühl entwickeln. Ja. Und auch sehen, was passiert. Was mache ich gerade? Das heißt doch, dass das Bauchgefühl nichts anderes ist, als im Grunde genommen eine noch nicht verbalisierbare Analyse ist. Weil letztendlich habt ihr ja so viel Erfahrung, ihr schmeckt bestimmte Sachen raus und das, was in Analysen rauskommt, bestätigt oder wie, ne? Also. Ich weiß nicht, ob das, was du fragst, tonmäßig irgendwie zu hören ist. Also ja. Gut, dann ist gut. Du hast recht, natürlich ist es so, dass man mit Erfahrung quasi automatisch so eine Art Datenbank automatisch aufbaut an. Ja, es ist zeitversetzt. So. Also welche Reaktion erziele ich auf meine Aktion, die ich aktuell... Ich glaube, was wir beide meinen, ist, wir sind jetzt ja so dann eine Generation, die in Winzer gelernt haben und Wein machen, oder ich habe mal Wein gemacht, jetzt mache ich keinen mehr oder ganz wenig, aber wir haben das halt gelernt in einer Zeit, in der es vorher gab es eine relativ lange Periode von 20, 30 Jahren, wo in Deutschland Wein gemacht worden ist mit relativ wenig Herzblut, sage ich mal ein bisschen überspitzt, und wenig von diesem persönlichen Gefühl, sondern da wurde gedüngt nach Plan, da wurde möglichst viel geerntet und nicht nach Qualität geschaut. Jetzt nicht bei jedem Winzer, da gab es natürlich auch Ausnahmen, aber die Masse in Deutschland hatte vor 70, 80 und 100 Jahren Weltruhm für Weine und hat das ziemlich verloren, weil sie halt mehr auf Masse als auf Qualität gesetzt haben. Genau. Also im großen, ganzen Deutschland. Da gab es natürlich immer Ausnahmen. Und ich glaube, deswegen ist es so,
ein cooler Trend, den ich jedenfalls so sehe, dass die Generation, die jetzt irgendwie am Werk ist, wieder mehr auf diese Qualität setzt. Ja. Nur so geht's. Nur so erreicht man heute noch Menschen. Ja, ich meine, wir haben es schon gesagt, die Dichte an guten Weinen ist viel, viel größer, egal wo. Ja. Selbst das, was im Supermarkt im Regal steht, ist heute technisch auf höchstem Niveau. Ordentlicher Wein. Fehlerfrei und auch mit den Geschmacksattributen, die draufstehen. Und oft erfüllt es die Erwartungshaltung. Und deswegen kannst du eigentlich nur durch noch mehr Qualität herausstechen. Und ich finde auch nicht nur, du kannst natürlich auch dieses Thema Qualität natürlich auch nicht unendlich ins weiter nach oben steigern, sondern am Ende geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um so wie wir vorhin gesagt haben, dass es zwischen der Säure, der Frucht und der Süße gibt es so eine Balance. Und genauso, finde ich, gibt es vielleicht zwischen Qualität und deiner Geschichte und deiner Authentizität und der Herkunft der Qualität irgendwie so eine Balance. Kann man das so sagen? Kann man sagen. Ich glaube, das Problem ist, dass man bei Qualität oft unterschiedliche Sachen mit diesem Begriff verbindet. Weil ich finde, Qualität ist für mich erstmal, ist ein Wein handwerklich gut gemacht. Das ist dann zumindest so die Grundqualität. Alles, was danach kommt, ist ja eigentlich so die subjektive Interpretations. Ja, aber da gibt's halt, es gibt halt verschiedene Referenz. Qualitäten. Es gibt natürlich erstmal, für ihn als Winzer steht erstmal als alleroberstes Prinzip die Traubenqualität oder die Produktqualität im Sinne von, dass es halt das ist übrigens auch nicht bei jedem Wein das Gleiche. Wenn er einen Literwein macht, hat er ein anderes Qualitätsprofil, als wenn er jetzt irgendwie einen ganz besonderen Rotwein machen will oder wenn er einen Sekt machen will, dann hast du auch ein anderes Profil. Also das ist genau der Punkt. Du kannst das nicht so einfach auf alle Weine oder alle Produkte. Das meine ich damit ja auch gar nicht. Weil wir reden ja oft über Qualität. Eigentlich ist ja in der Innenperspektive jeder, es gibt doch keinen Winzer, der sagt, ich produziere extra Scheißqualität. Nee, den gibt's nicht. Nee, eigentlich nicht. Aus der eigenen Perspektive so. Und dann gibt es so ein paar Parameter, die auch in irgendeiner Form analytisch ja auch irgendwie messbar sind, ob die Weine handwerklich gut gemacht sind. Ich will nur mit das sagen, das ist so die absolute Grundlage. Ja, du hast recht. Aber und dann das nächste ist ja die Handschrift, das, was du zum Beispiel unter dem guten Wein verstehst für dich selbst. Oder aber das, du kannst das tatsächlich, du kannst es beim Wein wirklich genauso betrachten, wie du es bei anderen Produkten auch betrachten kannst. Und ein Wein, der dann industrieller erzeugt wird, was ich persönlich überhaupt nicht verteufel, das ist eine andere Art Wein zu machen, der hat genau dieselben Abstriche bei bestimmten, da werden einfach bestimmte Dinge nicht genauso streng irgendwie betrachtet, wie du das jetzt machst. Und wie es bei Brot ist, wenn jetzt einer sagt, ich verzichte auf, ich nehme nicht alles frisch, sondern ich nehme irgendwelche Backmischungen dazu, irgendein Bäcker, weil er halt schneller arbeiten will und verzichtet auf bestimmte Qualitätsparameter für sich persönlich. Und dann hat es nicht mehr dasselbe Level wie ein Bäcker, der halt jedes kleine Ding frisch macht. Und genauso beim Fleisch, ja, der eine verzichtet auf... Jetzt kommen wir aber wieder zu so einem Punkt. Heißt das dann aber, wenn jetzt etwas industriell hergestellt wird, dass das per se dann schlechtere Qualität ist, weil diesen Eindruck bekommst du jetzt gerade. Nein, nicht eine schlechtere Qualität, es ist eine andere Qualität. Ich finde, man muss auch nicht immer alle Dinge so gegeneinander ausspielen. Okay. Und ich finde, der Kunde selbst hat die Wahl zu entscheiden, was er wählt. Ich finde es nur dann problematisch, wenn jemand etwas industriell erzeugt und den Anschein macht, er würde jetzt hier irgendwie ein Handwerk ausüben. Dann finde ich es schwierig und es geht mir bei allen Produkten auf den Sack. Wenn mir jetzt einer irgendwie so ein tiefgefrorenes Brötchen aufbackt und mir danach sagt, das ist irgendwie, keine Ahnung, von der Oma unterm Arm gerollt und irgendwie ein super Ding, dann finde ich das falsch. Ich habe letztens an einem Sonntag wegen der Corona-Zeit haben wir uns tiefgefrorene Brötchen beim Alnatura gekauft und soll ich dir was sagen, die waren Killer. Das ist der Punkt, die können ja gut schmecken. Ich glaube, der Kunde hat irgendwie, es gibt viele Kunden, die haben mittlerweile ja immer mehr Kunden, die konkrete Ansprüche haben und nicht mehr nur an die reine Qualität im Geschmack, sondern die haben ja auch andere Qualitäts. Für manche Kunden. Genau, die wollen dann verstehen, was für Qualität dran, wie wird die Qualität erzeugt. Also absolut. Wer, wie, wo kommt es her, was ist die Idee? Und warum schmeckt es so, wie es schmeckt? Genau. Wir haben uns da jetzt ein bisschen verrannt in die Qualität. Ja.
letzten Endes entscheidet man hier. Schmeckt ganz einfach, schmeckt ganz simpel, genau. Er schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht. Okay. Und ja, in dem Fall, wir wollen natürlich alle was abfüllen. Wir können am Ende können wir noch beim dritten Wein machen wir eine politische Diskussion über AfD und FDP. Oh nein. Und wir haben noch einen. Da bin ich wir raus. Haben, wir haben den übernächsten Bundeskanzler der Grünen hinter der Kamera sitzen. Schwenk! Er ist nämlich, der Jonas ist nämlich auf dem Sprung in die Bundespolitik. Ist er. Nein, wir haben uns ein bisschen vergaloppiert, aber ich habe es dir vorher gesagt, im Vorgespräch, dass wir garantiert nicht zu wenig zu reden haben. Scheurebe ist eine geile Rebsorte, das sage ich jetzt einfach mal so, weil dieses aromatische Ding in Trocken einfach so viel Spaß macht im Sommer. Und deswegen es gibt schon einige Winzer, die sagen, ich brauche keinen Sauvignon Blanc, was ja so eine Hype-Rebsorte der letzten 10 Jahre ist, sondern ich nehme eine gute, heimische Sorte wie Scheurebe und mache daraus einen aromatischen, trockenen Sommerwein. Ja. Bist du da d'accord? Absolut. Also wir haben selbst auch Sauvignon im Programm, allerdings ich trinke 10-mal lieber Scheu und zeig's dir auch lieber, ja? Also das ist einfach mehr Rheinhessen und auch vom Geschmackserlebnis finde ich, hat es ja noch einen Tick mehr zu bieten. Vielleicht bin ich auch so verliebt, weil ich dem Riesling sehr nahe stehe und sie vom Mundgefühl her, von der Textur sehr nah beim Riesling ist. Aber gepaart mit dieser Aromatik, mit dieser Würze. Aber das liegt ja auch so ein bisschen, finde ich, daran, dass die Scheurebe eigentlich ein bisschen filigraner ist als der Sauvignon, finde ich. Weil der Sauvignon oft noch mal saftiger und noch mal, da kommen die Aromen, sind manchmal noch ein bisschen... Genau, er ist oft auch einfach voluminöser. Er ist auch sättigender, wuchtiger von den Aromen. Genau. Manchmal ist so ein Sauvignon Blanc ja ein extremer Springer aus dem Glas. Und die Scheurebe hat oft ähnliche Aromen zu bieten, aber einfach ein bisschen feiner. Und sie ist facettenreicher, sie ist feiner. Genau. Und der Sauvignon einfach auch oft, der springt aus dem Glas. Genau. Ich mag auch einfach nicht diese ganz grüne Pyrazin-Geschichte, was wirklich so grüne Paprika und Grasigkeit. Ich mag's. Du magst, genau, da gibt's hate it or love it. Ja. Aber in dem Fall ist mir einfach das Ausgewogene und facettenreicher, haben wir gerade schon. Ja, das ist so ein bisschen wie Lakritz. Du magst es oder du magst es nicht. Ich sag mal, die Spitze die extremste Spitze dieser aromatischen Sorten ist dann vielleicht der Gewürztraminer. Der hat ja dieses Bouquet in einer extremen Form. Da geht dann diese Frucht in die Richtung Litchi und es geht fast ins Seifige, so von der Aromatik, weil die Säure ist oft sehr gering und dann kommt dieses Rosenaroma durch. Und da haben wir dann wirklich den Effekt, das kann man echt mit Lakritz vergleichen. Entweder die Leute lieben es oder sie hassen es. Da gibt es wenig dazwischen. Ne? Bei den Weinen ist es ja noch so, dass die noch so ein bisschen massenkompatibler sind, als es der Gewürztraminer ist. Ich finde nur, das ist ganz spannend in diesem Kontext mal. Den Gewürztraminer gibt es übrigens auch in trocken und in süß, weil ganz viele ja immer so ein bisschen diesen Reflex haben, bei manchen Rebsorten automatisch an süß zu denken. Aber, Achtung, jede Rebsorte kann man in trocken und in süß ausbauen. Und wenn man Bock hat, sogar noch zwischendrin in halbtrocken. Verrückt, gell? Da lachen sie hinter der Kamera. Genau. Ja. Hast du denn eine Lieblingsrebsorte? Du persönlich? Ich schwanke tatsächlich zwischen Scheu und Riesling. Also es ist jetzt kein dumm Geschwätz, weil wir die beiden jetzt im Glas hatten. Es ist einfach... Du bist gerade wie der Mediamarktverkäufer. Wenn ich mir einen Fernseher aussuchen will, dann sagt er, den habe ich auch zu Hause. Nein, ganz und gar nicht. Also Riesling, wenn du meinen Verlauf so ein bisschen verfolgt hast, ich habe auch nur bei Riesling-Betrieben gearbeitet. Das war schon immer die Rebsorte, die mich am meisten fasziniert hat. Wir hatten zu Beginn, als ich zu Hause eingestiegen bin, gar noch nicht so viel Riesling. Mittlerweile sind es ein paar mehr. Okay. Weinberge geworden und wir sind auch in der Lage, jetzt den Riesling in größeren oder in verschiedenen Facetten auszubauen. Ja.
Und der Riesling ist einfach auch der, der ja, am meisten zu erzählen hat, was der Boden angeht, was Terroir angeht. Und auch vom Spektrum her, vom einfachen, saftigen Gutswein bis hin zum top großen Gewächs Lagenwein, bis hin zur Trockenbeerenauslese, Eiswein, Schießmischstut. Also der Riesling, der kann einfach sehr, sehr, sehr viel. Und das ist einfach das Faszinierende an der Traube. Absolut. Und, also vielleicht ja. An der Stelle auch ganz kurz, also die Lanze, die du für den Riesling brichst, die kann ich echt nur, das kann ich nur unterstützen, denn das ist eine Rebsorte, die halt, man fragt sich vielleicht öfter mal bei, wenn man so eine Liste von einem Weingut sieht, und dann gibt es halt irgendwie, ja, bei manchen Rebsorten gibt es vielleicht noch zwei unterschiedliche Weine, zwei Grauburgunder oder, weiß nicht, zwei Sauvignons, einen frischen, schlanken und einen bisschen fetteren und so. Aber Riesling siehst du dann manchmal 5 oder 10 verschiedene, und dann fragt man sich, warum bei der Rebsorte so viel. Aber wie du es gerade sagst, das ist halt so eine Rebsorte, die so viel zu erzählen hat, so viel Facettenreichtum anzubieten hat und dann halt auch irgendwie jeder Wein, also wir haben den Jens Wagenitz bei uns im Team, der im Rheingau ein kleines Weingut hat, der hat nur 2,5 Hektar, glaube ich, oder so, hat irgendwie 12 Rieslinge. Ich war mal bei ihm im Weingut, wir haben die Weine durchprobiert, das waren 12 Weine und es waren 12 Rieslinge. Aber wir haben die durchprobiert und es waren halt 12 unterschiedliche Weine. Und das kannst du halt nicht mit vielen Rebsorten in dieser kleinteiligen Vielfalt machen. Und deswegen verstehe ich dein Faible für Riesling. Und ich sag mal, das ist ja auch bei uns so in der Weinwelt jetzt nicht unüblich, dass die Weinleute, gerade die männlichen Winzer, voll Bock auf Riesling haben. Ja. Geil. Also wir haben gerade viel über Riesling geredet, obwohl wir Schorle im Glas haben, aber so läuft es halt mit Wein, da kommt man auch mal vom... Nee, sie sind ja auch verwandt und also auch deswegen... Geiler Stoff, wenn ich das nochmal loswerden darf. Mediamarktverkäufer. Also weg mit der Scheu. Wir haben noch einen dritten für euch, oder für uns. Und wie ihr seht, wird's bunt. Ja, seht ihr, du kriegst auch was zu trinken. Der Herr Geschäftsführer muss immer als erstes kommen. Der Kameramann kriegt als zweites. Und ja, dann bekomme ich und der Gast bekommt als letztes. So machen wir das hier. Kapitän geht als letztes von Bord, ja. Deswegen muss er als erstes besoffen sein. Jetzt gibt's. Wir sind also heute jetzt alles 19er, das sind ja auch jetzt, wir haben jetzt heute echt mal so ein frisches Paket. Wir haben auch gedacht, wir sind jetzt Anfang Juli und die Sonne kommt raus. Wir wollen irgendwie auch einfach mal Sachen aufreißen, die Spaß machen, in der Sonne zu trinken. Und dazu passt auf jeden Fall ein Rosé ziemlich gut, finde ich. Insofern, cheers, Patrick. Cheers. Ton in Ton mit deinem Shirt. Das hast du gut gemacht. Aber es ist kein Orange. Nee, das nicht. Nee, wir haben aber es ist auch kleinen Rosé. Aber es ist jetzt auch nicht pink. Also es gibt ja heutzutage Rosés, ja. Da kriegst du Augenkrebs. Ja, in der Tat, nee. Bei uns ist die Farbe einfach eine leichte, ehrliche Farbe. Für unsere Verhältnisse dieses Jahr schon sehr intensiv. Normalerweise werden wir gefragt, ob das ein Blau de Noir sein soll, weil... Es ist halt auch ein großer Teil Spätburgunder. Der war auch schon heller. Also genau, der war schon heller. Der war schon echt sehr, so richtig lachsfarben. Ja. Da war das sehr Blanc de Noir-Style mäßig. Es ist dieses Jahr auch mehr St. Laurent drin, deswegen haben wir etwas mehr Farbeintrag. Okay. Aber auf Spätburgunder-Basis das Cuvée. Und genau, der Spätburgunder ist halt einfach keine sehr dunkle Traube, keine dunkle... keinen dunklen Saft und dementsprechend ist auch meistens der Rosé etwas heller, etwas lachsfarbener und nicht eben diese Pink diese Pink Lady. Hey, Scheiße, das ist auch noch live. Live, ja. Live, das kann man nicht aber du hast gut reagiert. Ich habe das gerade noch gefangen. Ja, nein, aber die Farbe, also heute ist irgendwie viel über die Farbe, aber das ist ja schon ganz spannend. Du hast gerade eben gesagt, so ihr versucht da oder ihr euer Style, es ist ein bisschen eine ehrliche Farbe da reinzubringen. Und das finde ich eine ganz coole Beschreibung, weil wir Winzer benutzen es gerne, sozusagen, das ist so eine ehrliche Farbe.
Und das ist gar nicht so despektierlich gemeint den anderen. Ich meine, die Farbe hängt ja einfach an der Rebsorte. Auch so ein, du kannst einen pinken Rosé machen und die Farbe ist trotzdem aus der Traube eine ehrliche Farbe, wenn du sie willst. Nur haben wir natürlich bei uns hier in, jetzt in Rheinhessen oder in Deutschland, eigentlich eher Rebsorten, die ja so ein bisschen eher sowas hervorbringen. Und diese Rebsorten, die jetzt diese krassen Blautöne mit reinbringen, so wie Cabernet und so, die sind halt eher modern. Ne? Die, mhm. Aber du kannst auch, also nur um das mal so klarzustellen, du kannst schon auch mit ehrlichen Mitteln einen sehr pinken Rosé in Rheinhessen machen. Es ist sehr leicht, aber einen, genau, einen genau. Farb, also Tupfer ist, reinzubringen. Das kannst du ganz einfach machen, ne? Genau. Erzähl mal, wie macht man das denn? Naja, du würdest, warte, wenn mal, lass mal den Patrick mal erzählen, wie er es machen würde. Ja, nee, er würde es nicht machen. Das wir machen es ja nicht, wir wollen ja den Wein er, so, er würde das nicht machen. So füllen, wie wir ihn ernten. Das ist die Idee. Ja, du kannst aber natürlich... Das Auge ist ja oft kaufentscheidend, also bei Regalware ist die Farbe sehr entscheidend. Also die wird auch vorher genau definiert, welche Farbtiefe und welche Töne da getroffen werden müssen. Und dann ist es ganz leicht, da eben mit dem Verschnitt mit anderen Weinen, farbintensiveren genau. Weinen, das Kind am Ende so... Also hinzubekommen, dass das. Es gibt ja Rotweine, die haben wirklich eher so ein. Es gibt Rotweine, die haben eher so ein. Ja, so ein blasses Rot, eher so vielleicht. Gibt ja. Gibt halt auch so Blautöne, wenn ein Rotwein, gerade die Cabernets oder auch der Dornfelder, hat halt irgendwie so blaue Noten auch in der Farbe drin. Und wenn die in Rosé reinkommen, haben die natürlich schnell so einen Pink-Charakter irgendwie. Da wird es sehr knallig. Es ist auch gefragt. Also aber du sagst zwar, dass ihr irgendwie eher so eine, wir nennen es jetzt mal eine ehrliche Farbe bevorzugt. Trotzdem auch für dich, auch du machst dir mal vorher kurz Gedanken um die Farbe, oder? Also wenn, also du wirst wahrscheinlich, meine Einschätzung wäre, du würdest jetzt nicht groß dran rumbasteln, um eine andere Farbe zu erzeugen. Aber du guckst dir das trotzdem an. Du hast es ja gerade selbst gesagt. Unser Rosé war schon heller. Genau. Und tatsächlich haben wir an der Farbe gar nicht so viel Spielraum, weil es bei uns in erster Linie um den Geschmack geht und wir das Cuvée nach dem Geschmack cuvetieren. Und wir nehmen eigentlich die Farbe quasi so, wie sie rauskommt. Okay, aber verstehe ich. Aber ich muss jetzt mal so ein kleines, ein Schwank aus meiner auszubildenden Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Ich war mal in einem Weingut. Boah, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie... Nee, ist nicht zurück... Schon verjährt. Nee, nicht zurückverfolgbar. Nein, nur wenn man jetzt in der Weinregion in Rheinhessen und Pfalz gibt es viele Weinfeste, da wird viel Wein auch im Ausschank getrunken und so. Mhm. Und zum Beispiel beim... Ich habe mal in einem Weingut gearbeitet und da gab es halt auch Rosé im Ausschank auf dem Weinfest. Und da spielt es eine Riesenrolle, was für eine Farbe der Rosé hat. Weil wir trinken in der Pfalz aus großen Weingläsern und wenn der Rosé... Und der wird schon deutlich mehr als die Hälfte Wein reingemacht, aber trotzdem kommt dann ja Wasser oben drauf. Und wenn der Rosé zu wenig Farbe hat, egal wie viel Wein du reinmachst, der Kunde steht da, der Pelzerkunde, ja. Und sagt, oh, da ist viel zu viel Wasser drin, weil die Farbe zu hell ist. Und deswegen guckt der Winzer, der Rosé macht, wo er weiß, der wird im Ausschank laufen, dass die Farbe nicht zu hell ist, damit er nicht dann dauernd Kunden da stehen hat, die sagen, da ist ja gar kein Wein drin. Mhm. Ich sag nur, das Auge, wie du es gerade sagst, und das kann man keinem Kunden vorwerfen, dass das Auge, das funktioniert so, funktioniert der Mensch. Ja, genau. Das isst mit, das trinkt mit. Das, genau. Aber deswegen haben wir das Duppeglas auch nicht in Rheinhessen, sondern in der Pfalz. Ach, das und wir haben hier ein schönes... Jetzt machen wir so, als wäre das Rheinhessische, Schorleglas, als wäre das so viel kleiner. Nur weil ihr 0,4 trinkt anstatt 0,5, ist es jetzt nicht viel besser. Ne? Nee, natürlich. Nein, aber... Aber ein sehr schöner Rosé, finde ich. Also, wir haben Spätburgunder und St. Laurent drin. Genau, das sind die zwei Rebsorten. Und ja, beides aus 19. Auch hier, wir probieren da auch den Alkohol eher moderat zu halten. Also, wir sind hier knapp bei 12,5. Ja. Das ist eben ein schönes Nebenprodukt des Rotweins, der Rosé. Rotwein versucht man tendenziell eher sehr reif zu ernten, um eine größere Farbausbeute und auch geschmackliche Reife zu haben. Und den Rosé, das ist im Prinzip die Vorlese des Rotweins.
Ich glaube, technisch müssen wir es nicht mehr näher. Nee, wir haben auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir labern ja schon so lange und wir haben gar nicht mehr. Wir sind gleich beide offline, ja. Ich würde gern. Gibt es noch irgendeine wichtige Frage irgendwie aus dem. Nö, ihr habt wahrscheinlich immer alles so gut beantwortet. Wir beantworten noch einen Kommentar, dass der Patrick mal ein bisschen mehr erzählen soll. Der sei so still. Ja, das ist mal naturell. Sorry, ich sag's ja nur. Wir sind so dominant. Vor allen Dingen du aus dem Off. Ich hab gewonnen. Nein. Du wolltest vielleicht noch was über Qualität sagen. Nee, die Qualität. Nee, das Thema Qualität habe ich abgehakt. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr drum. Ich trinke einfach das, was du mir einschenkst. Freut mich, dass du dich darauf verlässt mittlerweile. Endlich, ja. Man lernt dazu. Nein, was ich noch kurz irgendwie anschneiden möchte, bevor wir dann gleich die Biege machen und dann trinken wir die Flaschen leer und ihr zu Hause könnt auch in Ruhe die Flaschen leer trinken. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen beim ersten Wein schon ein bisschen darauf irgendwie geredet. Es gibt ja irgendwie so die Generationswechsel in Weingütern, ihr macht die Liste kleiner und generell entwickelt sich irgendwie Wein ja total weiter. Also jedenfalls ist das mein Eindruck in den letzten, ich bin jetzt irgendwie seit ja, in den letzten 15, 20 Jahren irgendwie in der Weinwelt mit unterwegs und da hat sich so viel getan in der Zeit. Und du bist ja, wenn du so willst, ein Akteur in diesen Zeiten, weil du mit deinem Weingut ja auch so einen Weg gehst. Hat es was, ja, mit Zeitgeist und so weiter. Wie siehst du das? Macht dir das Spaß, Wein zu machen heute im so ja, 2020? Absolut. Also es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, aber wie du sagst, die Zeiten ändern sich. Ja, wo geht die Reise hin? Also ich denke jetzt auch gerade Corona hat uns alle dazu bewegt oder zwangsläufig auch unsere Heimat besser kennenzulernen, unsere Herkunft und so ist es auch beim Wein. Die Leute kommen die letzten Jahre immer mehr aufs Weingut. Sie wollen wissen, wo kommt das Produkt her, was sie kaufen, was sie trinken und hinterfragen das viel tiefer, viel mehr als es früher war. Und Aber da ist Corona doch eher nur ein Verstärker nochmal. Genau, das ist jetzt. Weil den Trend gibt es ja vorher auch schon. Sag ich ja, das gibt es schon eine Zeit lang, dass die Leute das einfach wissen wollen und aufs Weingut kommen. Und das macht mir mega viel Spaß, wenn die Leute einfach kommen. Du kriegst einfach eine riesen Wertschätzung für dein Erzeugnis und das ist eigentlich das Größte. Also den Wein einfach, ja. Auf den LKW-Pumpen gibt es ja auch den losen Markt, den Fassweinmarkt, wo es dann irgendwann im Regal landet, sage ich immer, deswegen bin ich nicht Winzer geworden, sondern ich möchte mein Produkt veredeln und füllen und dann freue ich mich, wenn die Leute damit einen schönen Abend haben und ja, ein schönes Erlebnis. Auf jeden Fall. Also es ist halt ich finde es eine mega spannende Sache. Wein ist halt so vielfältig, und zwar in allen Bereichen, im Geschmack, aber halt auch in den Menschen, die dahinter sind und auch in den Menschen, die es dann am Ende trinken. Für dich ist ja der Kick auch, oder dir macht es halt Spaß, dann halt auch das mitzubekommen, also ein Feedback zu bekommen von Kunden und irgendwie. Ja, der Austausch. Genau. Also ich habe mich früher gewehrt, hier Wein im Internet verkaufen, anonym. Wir haben uns eigentlich ein bisschen versteckt in Flohnheim und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr anonym, weil die sozialen Medien, du kriegst ja direkt Feedback, du kriegst ja direkt einen Austausch, die Leute posten Bilder, wo sie mit dem Wein sitzen, wie toll der Tisch gedeckt ist und das ist einfach, ja, das, was das Schöneres, wenn du selbst was hast und damit anderen eine Freude machen kannst Das geht mir genauso mit diesem, auch wenn wir mit geile Weine auf Weinmomenten, jetzt ist ja gerade die Corona-Zeit noch nicht ganz vorbei, aber vorher haben wir ja auch jetzt die letzten Jahre so viele Wein-Events in ganz Deutschland gemacht und für mich war es auch immer so, es ist ein Gänsehaut-Moment, es geht dir genauso, wenn du irgendwo hinfährst zu Kunden und ich finde es immer wieder krass, wenn ich dann nach Leipzig fahre, nach Berlin und dann ist da ein Abend ausverkauft und die Leute sitzen da und freuen sich, dass du da hinkommst und denen die Weine vorstellst und das ist immer wieder ein mega schönes Erlebnis, dass die Menschen Spaß dran haben an dem Wein. Und halt irgendwie, ja, ich weiß, nennen einfach dieser Austausch halt zwischen den Menschen, der über den Wein halt einfach nochmal einfacher geht, weil Alkohol einfach ein mega Katalysator ist.
Ja, das verbindet einfach. Das ist doch schön, eine schöne Gesellschaft, eine lustige Runde. Ja, früher hat man irgendwie am Aschenbecher zusammengestanden und erzählt, und heute ist es halt irgendwie am Glas Wein. Und die Kunden werden ja auch immer jünger, oder es gibt immer mehr junge Kunden, die Bock haben auf guten Wein. Ich finde, da gibt es echt immer weniger Grenzen, sondern das ist einfach so, alle haben Lust drauf. Und ja, das ist ganz toll. Schaut auf jeden in die Stadt, was los ist am Rhein. Sau cool. Dienstags. Also Patrick, das hat mega Spaß gemacht. Das war jetzt vom Weingut Kampf so ein bisschen das Easy-Drinking-Paket heute. Diese drei Weine waren so ein bisschen ein Sommerpaket, wie man es nennen will. Es gibt natürlich bei euch auch noch ein bisschen was neben raus, ein paar andere Sachen. Klickt euch mal auch auf, also geht mal bei Geile Weine, wenn ihr auf den Winzer klickt, da ist nochmal eine Beschreibung von euch und da ist auch der Link zu eurer Homepage. Also einfach mal reinklicken und gucken, was ihr so macht. Wir machen in 2 Wochen wieder ein Live-Tasting. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Wisst ihr das? Ich glaube, Europareise. Eine Europareise machen wir in 2 Wochen. Italien oder. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Patrick, dir vielen Dank, dass du noch hier mitklicken. Wir essen jetzt endlich unsere Pizza Margarita. Danke für die Einladung. Und euch allen zu Hause noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Jonas, für die Technik. Du kannst uns dann mal rausklicken. Bye-bye. Ciao, ihr Banausen. Jetzt sind wir noch online, so wie Gundula Gause. Ja, aber nimm mal Drehmann und so.